Du willst immer mit den neuesten Tech-Produkten ausgestattet sein? Dank unserem Partner Grover ist das kein Problem. Manchmal lohnt es sich nicht, ein neues Produkt zu kaufen, nur damit es in einem Jahr schon wieder völlig veraltet ist. Und hier kommt jetzt Grover ins Spiel. Das Ganze ist eine Online-Plattform, bei der du Tech-Geräte für einen monatlichen Beitrag mieten kannst. Zur Auswahl stehen über 8000 Produkte, wie zum Beispiel Smartphones, Tablets, Kameras, Spielekonsolen, wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher und viele mehr. Hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Du kannst dein eigenes Paket zusammenstellen und das sogar mit gewünschter Laufzeit. Ganz nach deinem eigenen Geschmack. Du hast zum Beispiel Lust, deine nächste Reise oder ein Outdoor-Abenteuer filmtechnisch etwas aufzuwerten? Dann hol dir einfach eine Drohne für einen Monat, anstatt sie gleich direkt teuer zu kaufen. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Du hast immer das neueste Modell am Start. Du sparst durch die Miete natürlich auch Geld, weil du dir nicht alles direkt kaufen musst. Und das Ganze ist auch noch nachhaltig, weil die Technik nicht irgendwann einfach bei dir rumliegt und verstaubt, sondern nur ausgeliehen ist. Bist du also fertig mit deinem Projekt und benötigst die Ausrüstung nicht mehr, kann sie einfach der nächste benutzen. Freunde, jetzt Ohrenspitzen, es gibt eine richtig geile Aktion. Ihr könnt ein Produkt eurer Wahl für einen Monat gratis mieten. Mit dem Code 7vs.wild. Mieten statt kaufen ist das Motto, also check das Ganze unbedingt mal aus. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt oder auf grover.com. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es war uns eine Ehre. Achso, ja, stimmt. Gell. Mein Magen ist, also fühlt sich hier richtig voll an. Ey, die Blaubeeren. So geil geschmeckt. Ja. Oh Gott. Und ich melde mich irgendwann wieder in dieser Show. Meine Angel gebaut ist. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf! Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Burnspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße! Das ist so krass, Digga. Come on! Yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival! Seven vs. Wild Teams. Angeltag ist an dieser Stelle beendet. War natürlich nichts, war absehbar. Man muss mal gucken, ob man vielleicht irgendwie einen Kescher oder was baut, um die Kleinen zu bekommen. Später nochmal die Reuse kontrollieren oder was weiß ich. Meine bessere Hälfte ist wieder am Start. Hallo. Da hinten sammelt sie Beeren. Und ja, meine Angel wieder mitgenommen, werde die im Lager aufstellen und dann vielleicht heute noch ein bisschen einfach im Lager rumbasteln oder so. Mir fällt schon was ein. Ja? Dann geht der Tag auch schon wieder relativ fix rum heute. Geil, Alter. Sie sitzt hier einfach so rum und bekommen hier Beeren geschenkt. So lässt sich leben. Ich nehme 2 oder 3. Ja. Ach, alle? Na, einige. alle nicht. Warum denn nicht alle? Alter, oh, wenn man erstmal anfängt. Also, da gibt man den kleinen Finger. Ja, es wird gleich die ganze Hand genommen. Boah, es ist wie eine Sucht. Na, wenn man einen nimmt? Ja,
die sind so gut. Ah ja, okay, warte, ein paar noch. Bin gleich fertig. So. Oh. Ja. Oh, alle. Geil. Oh mein, jetzt hängt hier ein Herz. Ich find's voll schön. Hannah befestigt schon auf der anderen Seite ihres. So. Vielleicht ein bisschen weiter rechts, ja. Links. Und dann ist das Ganze eine 10 von 10. Voll, ja, cool. Niedriger. So ist super. Schön. Da liegen wir im Bettchen. Es ist noch gar nicht spät, aber es ist einfach voll gemütlich. Oh, ich komme mal zu dir. Oh. Und wir grinsen beide die ganze Zeit. Wir liegen so und dann geht's immer so. Aber mir ist arschkalt. Also ich muss ehrlich sagen, Tag 11, ich würde von mir behaupten, ich bin gerade ein bisschen am Leiden. Also es ist alles am Zittern. Aber so okay. Ist okay. Darf man auch mal. Darf man auch mal. Darf man auch mal so nach an Tag 11 ein bisschen leiden mal. Ist so kalt, Alter. Bei mir geht's. Ich bin stolz auf dich, ey. Ich glaube, wir sagen schon gute Nacht, oder? Melden wir uns heute nochmal? Nee. Also, wenn nichts mehr passiert, melden wir uns nicht mehr. Ab zu den nächsten, Leute. Ja. Ihr müsst jetzt mit anderen Content zufriedengestellt werden. Bei uns ist jetzt Sendepause. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Freunde, wir haben gerade so eine Stunde hinten an unserem Wasserspot gechillt. Und wir befinden uns ja schon im Endspurt hier. Und ich kann wirklich über nichts anderes mehr denken und vor allen Dingen reden als essen, Alter. Und was wir machen, wenn wir hier raus sind. Und dann ist mir gerade wirklich der Obergedanke gekommen. Und ich musste einfach an so meinen Lieblingsburrito denken, Junge. Schön so geil dick gerollt. Bohnen drin, Reis drin. Boah. So eine bisschen scharfe Salsa. Das hilft gerade gar nicht, Bro. Das hilft so ein paar crispy Tortilla-Chips. Und dann so ein bisschen Sour Cream und du beißt so in diesen Burrito rein. Ja. Digga, dann ist so diese reingebissene Stelle vom Burrito und du siehst so, was drin ist. Und dann nimmst du so einen Schluck von so einem etwas süßen Eistee, der so alles löscht, der den Brand im Mund wieder löscht. Ach, damit Digga, hör jetzt auf. Damit du so ready bist für den nächsten. Nimm das heimlich auf oder so, ich kann das nicht hören. Ja, Leute, uns geht's miserabel, aber wir zählen die Tage, ist nicht mehr lang. Ja, der Tag heute ging jetzt so im Nachhinein, Retro-Perspektive, boah, geile Füße. Dankeschön. Ging der eigentlich relativ schnell vorbei, muss man sagen. Zwei von denen noch und dann ist der große Umzug. Okay, wahrscheinlich werdet ihr heute von uns nichts mehr hören. Sonne geht langsam unter und Team Rentner geht natürlich wie immer früh schlafen. Dann sagen wir euch jetzt schon mal gute Nacht. Ja, wir sagen euch schon mal gute Nacht, Freunde. Schlaf gut. Tschaußen. Und dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Gürtel werden wieder enger geschnallt. Ja, ganz klar, so wie jeden Morgen. Ja. Wieder um ein Stückchen enger. Bei mir ist jetzt schon echt verdammt ein Vielfaches mehr, wenn man sich das anschaut. Na, sehr was. Und heute steht am Plan, den größten Fisch, die Angel zu bauen und den größten Fisch rauszuholen, den größten Lachs, den ihr jemals gesehen habt. Ey. Und natürlich auch hier, ich will unbedingt den Fischcount erhöhen. Mega wäre natürlich 50 Fische zu fangen. Ey, 39, 11 ist auf jeden Fall noch Ziel. In den letzten 3 Nächten. 11, dass wir auf 50 kommen, wäre geil. Guckt euch diesen Bart an. What the fuck, dein Bart, Sascha. Auch hier unten, krass. Zieh runter, zieh durch jetzt. Jetzt zieh durch. Ex, 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 ex.
Ja! Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Beste Grüße ans Gardefest in die Heimat, jawohl. Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Und gehen wir auf unser Fischchenprojekt weiter. Ja, jetzt bauen wir gleich Angel. Jetzt noch frühstücken. Du gehst keschern. Ich geh keschern. 11 Fische ist noch Ziel. Auf jeden Fall. 50 Fische müssen wir schaffen, Alter. Ja. Das wäre schon krass, 50 Fische. Ich bin auch so gespannt, ob die anderen Fische gefangen haben. Dass man sich danach ein bisschen messen kann. Und da sagen kann, hey, Joey, how much you catched it? Na? You have the bigs or not? Weil der hat ja auch nur Köder mitgenommen für große Fische, große Haken. Mhm. Und wie schwierig das ist, hier wirklich einen großen Fisch zu fangen. Ich habe so das Gefühl, auch hinten, da wo unser Netz liegt, wir haben alles abgeerntet da. Ich glaub, wirklich? Keine Luftblasen mehr. Es sind keine Luftblasen mehr da, wie ich es da letzte Woche schon. Letzte Woche habe ich so gefilmt, die Luftblasen und sowas. Es ist nichts mehr da. Also, wir melden uns später. Von uns bärige Grüße. Hallo. Guten Morgen. Guten Tag. 12? Alter, Tag 12 schon. Endlich. Es ist so krass. Tag 12 ist einfach schon wie das Ende. Es ist echt crazy. Boah, ich habe eine Geschichte von der Nacht, ne? Erzähl. Also ich hatte so krank Hunger, das kann man sich nicht vorstellen, dass ich die ganze Zeit, ich bin aufgewacht, habe von Nachos geträumt, die ich so... Hast du gestern schon erzählt? Ja, es ist einfach krank. Und dann, mitten in der Nacht, war ich auf, weil ich denke, irgendeiner hält Döner an meine Nase. Und weißt du, was es war? Mein eigener Schweißgeruch, Alter. Naja, wenn der nach Döner riecht, ist ja geil. Ich sag's euch, bei mir ist ganz anders. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, mein Körper hat Hungergefühl ausgestellt. Wirklich, ich habe keinen Hunger. Aber Alter, ich habe so Durst die ganze Zeit. Und ich sag's euch, es ist so anstrengend, aus diesem Filter rauszusaugen oder Wasser abzukochen. Und ihr wisst gar nicht, was das für ein Luxus ist, dass wir bei uns zu Hause in Deutschland und Österreich einfach an den Wasserhahn gehen können, das Wasser aufdrehen können und uns da einfach ein Glas Wasser füllen können. Oh, es war jetzt auch wieder genug gelabert. Ja, vor allen Dingen, wir heulen nur rum, oder? Aber wir heulen gar nicht. Nee, wir sagen einfach, wie wertschätzend Wasser ist. Ja. Und jetzt sammeln wir Bärchen. Oh, aber ganz viele. Dann machen wir ein Feuerchen. Ja. Und dann machen wir so einen warmen Bärentee, Smoothie, irgendwas, Mischmasch, bla bla. Marmelade. Und ein paar Schnecken. Ich bin so much in der Birne, ne? Dass ich einfach gerade dachte, ich habe eine Kartoffel gefunden. Guckt euch das an, warte. Seht ihr das? Sieht doch original aus wie eine Kartoffel, oder nicht? Ich glaube, der wenn wir am 15. Tag abgeholt werden, ist, glaube ich, einer der geilsten Tage meines Lebens. Ich habe hier jetzt null das Gefühl, irgendwie so emotional zu sein, loszuheulen. Ich kann das nicht ab oder so. Gar nicht. Aber ich glaube, ich werde losheulen, wenn ich irgendwie Essen bekomme. Ey, scheiße. Es ist krass. Also ich merke, dass mein Lauchkörper, ich könnte jetzt auch mal ein bisschen mehr fangen. So. Das sind meine Bärenausbeute. Nicht ganz so viel, aber besser als nichts. Jetzt Feuerholz machen. Ich bin jeden Tag dabei, wieder Schnecken zu schneiden und zuzubereiten. Und Hannah ist ganz fleißig dabei, langsam jetzt die Beeren zu zermalmen. Und oh, das sieht so geil aus. Oh, wie ein Saft. Alter Leute, einen Saft an Tag 12. Oh, es läuft mir alles im Mund zusammen. Sieht das lecker aus. Ich gerade so, warte, Hanna, das ist immer ein geiles Gesicht. Die spukt die wieder aus und klappt in die zweite. Oh, ich liebe das Gesicht, wenn sie Schnecken ist. Hä, du machst es aber schon besser. Aber das Gesicht versüßt mir immer den Tag. Ist auch gefühlt das einzige Mal, wenn ich schlechte Laune Hanna vor mir habe. So, ich gönne mir die anderen Schnecken. Richtig geil geröstet. Und guckt euch mal, sieht man das da hinten? Die Farbe von unserem Saft an. Holy shit, das wird ein geiler Tag, das kann ich euch aber sagen. Ich freue
Freunde, heute ist es übrigens so ein bisschen am Nieseln. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera, hört es nicht. Man fühlt es ganz leicht. Und ich finde so ein Tarp übelst geil. Kennt ihr das auch, wenn man so im Zelt liegt und dann fällt dieser Regen, dieser Niesel so da drauf? Ey, ich kann bei sowas so gut einschlafen. Ne? Und das ist übrigens das Highlight meines Tages. Hanna kontrolliert gerade die Wildtierkamera und dann kann ich mir immer die Flasche sneaken. Und ich habe jetzt mein Tuch drum gemacht. Und dann schiebe ich mir die unten rein und dann wird richtig schön die Wärme genossen. Es ist so geil. Schiebe ich mir die unten rein. Alter, meine Sprachwahl. Kann das alles nicht mehr. Ich merk's. Okay, warte. Ah, guck, hat dieselbe Farbe wie meine Mütze und mein Buff. Ich dachte, jetzt sagst du was anderes. Also wenn deine Regelblutung so pink ist. Das ist doch rot. Das ist. Leute, das ist doch rot. Das ist violett und nicht rot wie Blut. Ja, okay, vielleicht ein bisschen anders. Aber ich finde, ja. Geil. Ja. Könnte noch intensiver sein, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Ist auf jeden Fall ein Geschmack. Und es ist warm. Oh. Boah, ist das heiß. Oh, wirklich? Das ist warm? Komisch. Ist ja auch außen warm. Boah, tut das gut. Aber ist lecker. Mhm. Oh, der Moment, wenn das so heiß ist, aber man so durstig vielleicht ist und das so ein genießt. Bisschen langsamer. Ich nehm's dir weg. Manu. Echt, wie ein kleines Kind. Wir melden uns, falls es was Neues gibt. Ja. Heute wird es aber nicht viel Neues geben. Oh nee, ich will meinen Bogen weiterbauen. Ja. Wir hören uns. So, Freunde, bei uns ist inzwischen der späte Nachmittag schon. Wir haben heute gar nichts geschafft eigentlich, aber war auch so geplant, weil guckt euch das Wetter an. Also es zieht wirklich nicht auf seit 2 Tagen. Und vor allen Dingen mir, bei Dominik geht's anscheinend, aber gerade bei mir, Digga, egal was ich anhab und so, egal, selbst im Schlafsack, der ja übel warm sein müsste, ist mir richtig kalt. Deswegen bin ich auch inzwischen in Vollmondtour hier immer unterwegs. Das ist so krass. Wir haben voll oft an Tag 3, 4 darüber gesprochen, wie sich das wohl anfühlt, wenn man an Tag 12 ist oder so. Und dann meinten wir immer so, yo, das ist safe übelst geil und die Zeit rennt dann und so, weil man dann weiß, okay, es ist fast vorbei. Und ich habe fast das Gefühl, es ist das Gegenteil. Also wirklich, heute ist... Alter, heute geht die Zeit gar nicht vorbei. Ich will nicht sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt, aber ich habe mir vor allen Dingen nicht vorgestellt, dass es so ein Problem wird, die Zeit totzuschlagen. Ich habe wirklich, also da kriegt so krasses ADHS bei mir. Ich will die ganze Zeit irgendwas machen, aber uns fehlt die Energie, was zu machen. Und dann sitzt du einfach da und guckst die Uhr an, Alter. Das ist, no joke, das ist für mich die krasseste Challenge. Also man denkt vielleicht Essen, man denkt vielleicht Trinken, man denkt vielleicht Kontakt irgendwie sozial. Das Krasseste ist einfach, die Zeit rumzubekommen. Heilige Scheiße, wirklich. So, Leute. Wir haben es euch gestern ja schon ein bisschen angeteasert. Nach 12 Tagen, es bilden sich gewisse Feuchtgebiete, gewisse Biotope am Körper. Und da möchte ich heute mal ran an die Bekämpfung. Leider sieht der Himmel immer noch so aus. Es ist schweinekalt. Also was heißt, es geht. Aber es ist nicht auf jeden Fall zum Baden. Kevin ist es zu kalt für alles. Der da steht. Oh Gott, der arme Mann. Dem ist es zu kalt für alles. Der wird heute gar nichts machen. Aber ist auch okay. Ich rieche auch ehrlich gesagt nicht, dass jetzt seine Eier krass stinken nachts, deswegen ist okay. Willst du mal genauer checken? Nee. Ich rieche halt meine eigenen immer und das macht mich fertig. Genau, der Plan dafür ist, ich habe hier immer noch den Schlauchschal, den wir mitnehmen durften. Den habe ich bis jetzt für nichts benutzt. Den würde ich jetzt einmal in 2 Hälften schneiden. Dann habe ich quasi einmal einen Teil mit Seife und Wasser, um halt die Stellen zu waschen. Und einen Teil halt zum Abtrocknen. Okay, kann losgehen. Okay. Hier ist unser Trockner.
Digga, war hier gerade ein Frosch an meinem Fuß, Alter? What the fuck? Also erstmal fangen wir harmlos an mit den. Ne? Mit der Achseln. Mann, ich fühle mich wie so ein Spanner, Bro. Du siehst aus wie jemand, der auf der Venus chillt. Ja, ist so. Oh, mir wird gerade. Oh. Was los? Mir wird gerade richtig schwindelig. Alter. Das Runter- und Hochbeugen war es gar nicht. So, das schäumt geil. Jetzt erstmal die Armwäscher. Boah, geil. Boah, das riecht so lecker nach so Zitrone. Ist das der Content, den ihr euch erhofft habt, Leute? Ja, Mann. Das ist YouTube 2023. Wir sind von Longboard-Tour von Simon Unge hierher gekommen. Ey, wirklich. Man sieht dich ja auf meiner Cam, wie du da drüben sitzt, Bro. So eine Frechheit. Ich fühle mich wie so ein Typ von National Geographic, der wirklich so ein Wildschwein filmt oder so. Ja. Genau das bist du auch. Eine eklige Wildsau. Okay. Warte. Nein. Okay. Hier. Okay, so. Du kannst. Ich habe halt auch wirklich mir in Vorbereitung auf Sam vs. Wild konsequent wirklich die Sackhaare lange nicht mehr rasiert, so. Ein paar Wochen. In der Hoffnung, dass wenn mal was rausblitzt, dass es das einfach alles verdeckt. Hey Bär, GVS von dem Bär Alter, ich dachte gerade, da ist jemand, holy shit. Ich zieh die Hose hoch. Sag, wenn sie oben ist. Ja. Oh mein Gott, wir haben's. Ich weiß nicht, ob ich mich besser oder schlechter fühle, aber es ist auf jeden Fall zitronig jetzt. Ja. Naja. Schaffen es Team Knossi und Sascha Huber. Auf noch mehr. Ah, ein bisschen zu langsam. Die waren genau da. Krass. Das Problem ist, ich kann nicht schneller hochziehen, weil es Netz ja. Widerstand gibt. Ja. Und die müssen noch näher sein. Ja. Du musst die Strecke mit einberechnen, die sie wegschwimmen. Ja. Das war klar. Naja. Jetzt ist der Schwarm ganz da hinten. Ah! Ah! Hier eine Qualle. Chillt auch gemütlich hier mal im Meer. Naja. Viele Tiere hier. Unglaublich viele Tiere. Und was richtig krass ist, wenn die Flut ist, wie alles wieder komplett anders aussieht, gell? Ja. Was mich auch wundert. Es wundert mich schon seit 2 Wochen, dass die kleinen Fische sich hier drinnen nicht mit der Flut rein versammeln. Es wäre richtig einfach hier mit. So, und jetzt, das hätte uns das noch gefehlt. Es. Das hätte jetzt noch gefehlt. Das ist er also nochmal. Unser Beach. Da oben. Unser Wachturm. Der Adlerhorst. Das ist er. Die letzten 3 Nächte brechen an. Dann war's das. Ich glaube, in meinem Leben nie wieder so eine ruhige Phase haben. So ruhig. Einfach, aber wirklich mal für die Seele sehr wohltuend. Das habe ich echt mal gebraucht. Wirklich sehr schön, über viele Dinge nachgedacht. Kann im Leben nur gut tun. So, Freunde, ich habe heute wieder mein Projekt aufgegriffen, was ich ja irgendwie an Tag 2 oder so gestartet habe, nämlich den Bogenbau. Und es ist eine komplette Katastrophe und der Bogen fährt eine 0 von 10. Aber hey, immerhin habe ich keine Ahnung. Ich habe was zu tun, okay? Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen rumschnitzen, Zeitraffer anmachen und euch später mal das wunderbare Endergebnis zeigen. Darf ich vorstellen, Freunde? Der affige Bogen. Miet. Das
Jetzt brauche ich nur noch, keine Ahnung, einen Pfeil. Aber den baue ich, glaube ich, morgen. Ich find's geil. Da. Nink. Ja, bloß gibt's hier nicht viel zum Schießen, ne? Hello. Moin, was geht ab? Vom Abend, von Tag 12. Es ist so crazy. Wir sind halt auch ein bisschen später im Bett als sonst. Alter, so krank. Der Tag nur noch ist fix vorbei. Dreimal schlafen. Also oh, es ist so crazy. So heftig. Aber heute sind die Mücken ein bisschen krasser unterwegs, deswegen reiben wir uns jetzt noch ein bisschen mit Cedar ein, weil Cedar ist der Key, um mückenfrei zu bleiben. Genau. Und liegt wahrscheinlich auch am Regen vor, dass jetzt wieder die Mücken aktiver sind. Aber das hilft echt mega gut. Was haben wir heute noch gemacht? Ah ja, wir haben heute noch so 1,5 Becher Wasser abgekocht. Ja. Ganz schnell, damit einfach in der Nacht, wenn der große Durst kommt, wir dann ein bisschen was haben. Ist nicht viel, aber einfach so um den Mund ein bisschen wässrig zu bekommen. Ah ja, ist mehr als gedacht. Ja, gut. Genau. Und ja, Tag 12. Mega geil. Ich muss sagen, jetzt bin ich wieder ein bisschen fitter, aber Alter, heute in der Früh nach dem Holz kloppen. Ach, ich war so fertig. Boah, das glaube ich dir. Hätte sofort schlafen können. Und es nervt mich immer voll, weil jetzt am Abend bin ich dann immer voll munter und kann einfach nicht schlafen. Und dann liege ich so bis 10 wach. Ich meine, wir quatschen die meiste Zeit, aber auch wenn wir nicht mehr quatschen und du schon schläfst, bin ich halt einfach wach. Und dann wache ich meistens um 6 Uhr schon auf und habe die Augen und offen. Und ich schlafe so bis 11 Uhr durch und sie liegt dann zur Zeit mit wachen Augen da. Wisst ihr, was mich aufregt? So jetzt gerade die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Tage, wo man ein bisschen mehr Hunger hat als die letzten Tage, wünsche ich mir so sehr einen Spot, wo man besser fischen kann. Also sei es ein Fluss mit der Lachszeit oder einen See, weil ich auf meiner Reise echt durfte so viel dazulernen. Und ich fühle mich, also ich fühle mich in dem Bereich, als wäre das mein Skill, wisst ihr? Und jetzt ist man hier und man hat ein bisschen Probleme, an große Fische zu kommen. Und der Hunger kickt rein. Und man denkt sich so, ach Mann, ey, das ist so ärgerlich. Auf der anderen Seite kann man sich null beschweren. Ja, wir haben so gut Schnecken und wir haben sicherlich so gut Nahrung. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teams geht. Deswegen will ich mich da gar nicht beschweren. Ich wünschte mir einfach nur so, dass alles, was ich gelernt habe, die dass letzten du das vier zeigen Jahre, könntest. Genau, dass ich das zeigen könnte. Verstehe ich weißt du? Voll, verstehe ich voll. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000 Produkte von Superfoods bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern ohne Umwege. Und die Qualität ist einfach top. Probiert es selbst und nutzt dafür den Rabattcode 7WorldsWide. Damit spart ihr 5% aufs komplette Sortiment. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe jetzt einfach schon zum dritten Mal Raya gesehen und bin einfach jedes Mal zu langsam, sie mit dem Camcorder aufzunehmen, den ich natürlich hier griffbereit habe. Aber die fliegen hier so schnell durch die Schneise. Die heißen hier übrigens Blue Heron. Und die sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Graureiher und Purpurreiher bei uns. Mega schön. Jetzt waren sie gerade zu zweit. Aber die sind so scheu, dass die sofort über alle Berge sind. Voll schade. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht klappt es ja noch. Oh, guckt den euch an. Da ist der Schöne. Oh, ist der schön. Das ist, glaube ich, ein Blue Heron. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber die Kanadier sagen so zu ihm. Sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Mischung aus Graureiher und Purpurreiher. Der fängt jetzt hier Fische, ich sag's euch. Mal mit Spiegelung. Damit wenn der jetzt Fische fängt und ich nicht, dann bin ich aber frustriert. Freunde, es ist noch nicht so dunkel, wie es hier aussehen mag. Aber für die GoPros ist es zu dunkel. Wir müssen noch Elo-Trans machen heute. Wir haben es uns bis zum Schluss aufgehoben. Digga, das ist so krass, ne? Um noch einen guten Geschmack im Mund zu haben. Das ist so krass. Ich weiß noch, wie Dominik das erste Mal geweint hat wegen Elo-Trans. Und das war das erste Pack von 4. Und jetzt knallen wir uns das letzte Pack von 4 rein. Ist das krank. Ja, muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall eines der besseren Items, die wir dabei hatten.
Hätten wir lieber noch ein paar mehr so Geschmacks. Chef, wir hätten noch so Flavor Drop Himbeer, Flavor Drop Cola, Flavor Drop Fanta. Ach du Scheiße, Bruder. Ja. Dann hättest du mich ja komplett hier. Also wir hatten, also, aber das konnte man halt nicht wissen. Wir hatten viele Sachen dabei, die echt irgendwie so ein bisschen sich rausgestellt haben als so ultra sinnlos. Zum Beispiel das Angelset, muss man leider sagen. Finde ich mega schade. Das ist halt unter den Umständen für diesen Spot. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, also wir mussten das mitnehmen. Aber ja, trotzdem. Oh! Das Elotransch will weg. Das flüssige Gold. Das will weg. Ein letztes Mal, Freunde. Das ist das allerletzte Elotrans, was wir uns reinknallen. Ja. Eine Ära geht zu Ende. Zum Glück. Die Folie. Wow. Zum Wohle. Wie geht's dir gerade? Ich weiß nicht. Gemischt. Auf der einen Seite weiß ich, dass es fast vorbei ist. Und ich meine, es ist wirklich nicht mehr viel. Also wir rechnen ja immer nur bis zum 13. Tag sozusagen. Also morgen noch den kompletten Tag. Und dann ist der Umzug. Also quasi 24 Stunden noch. Und dann ist der Umzug. Also technisch gesehen, wir haben so viel schon gemacht. 12 Tage jetzt hinter uns. Diese Zeit kriegen wir jetzt auch noch rum. Auf der anderen Seite fühlt sich es jetzt dadurch irgendwie so noch mal irgendwie länger an alles. Ich weiß nicht, je näher wir rankommen, desto mehr denke ich so, Bruder, bitte lass es enden. Oh mein Gott. Ja. Wie fühlst du dich? Sag deine Gefühlslage noch mal. Wie ist die Lage? Also, es ist schwer zu sagen, Mann. Ich würde sagen, sehr ähnlich wie du. Man weiß, es neigt sich stark dem Ende zu. Jetzt haben wir bald also der Tag heute ist eigentlich vorbei. Dann müssen wir noch irgendwie die Nacht überleben. Dann ist der 13. Tag. Wenn wir den irgendwie rumkriegen, dann ist schon der Umzug, der große Umzug. Und ich rechne halt immer so, wenn wir diesen Umzug geschafft haben, der wird auf jeden Fall nochmal richtig scheiße für mich auf jeden Fall. Aber wenn wir den irgendwie geschafft haben, dann sitzen wir einfach nur noch am Meer und warten, bis das Boot kommt. So, deswegen, darauf freue ich mich. Es gibt aber halt immer wieder Momente am Tag, wo man sitzt und so denkt, Bro, das sind jetzt erst 5 Minuten gewesen. Ja. Allerdings habe ich eine super Kraft, die Kevin nicht hat leider. Ich kann einfach gut einfach nichts machen. Also ich kann mich einfach in unser Shelter reinlegen und einfach die Decke angucken und über irgendwas nachdenken. Und dann entweder schlafe ich ein oder es ist dann trotzdem so eine halbe Stunde rum oder so. Man merkt auf jeden Fall bei dir, dass du so sehr so... Ja, du kannst halt nicht einfach so lange einfach so still bleiben. Ich muss dann halt immer irgendwas machen oder so. Aber also ich kann auch so in meinen Gedanken und über Dinge nachdenken. Aber Bro, nach 12 Tagen ist auch einfach dann mal irgendwann einfach mal vorbei, Alter. Man denkt halt über alles dann jetzt zum 13. Mal nach. So ja, gut, ne? Das stimmt schon. Es wird dieser Tag kommen, wo wir da abgeholt werden. Und alles, was ich tun muss, ist irgendwie schaffen, bis dahin am Leben zu bleiben. Ja. Und das schaffen wir. Keine Ahnung, ich weiß das alles, aber richtig Bock habe ich gerade nicht, ey. Nee, Bock habe ich auch nicht. Aber Bock habe ich, also, wenn man ehrlich ist, sag Tag 2 oder so. Den Bock hat man schon irgendwie am Anfang verloren. Ja. Weil jetzt ist es halt gerade so gefühlt, so dieses einfach, man sitzt was aus, man wartet. Aber ich meine, das ist halt, I guess, auch eine Art von Survival. Dass halt die Sachen nicht halt dann kommen, wenn du die halt brauchst oder wann du halt willst, sondern die Sachen kommen dann, wann die kommen. Und du beugst dich halt der Geschichte und machst halt mit. Ja. Ja. Aber das läutet das Ende ein von diesem fantastischen Tag 12 irgendwie. Zum Glück. Ne? Es ist schon echt dunkel. Wir müssen auch echt gleich zurück, dass wir nicht uns irgendwie auf dem Weg noch umknicken oder so. Dann versuchen wir mal eine bessere Nacht zu haben. Ihr werdet es ja morgen dann erfahren, wie die Nacht so war. Gut,
Morgen! Die Sonne scheint! Aber richtig doll. Oh, heute wird ein richtig geiler Tag. Ja. Das macht so Laune, wenn man aufwacht und einfach blauer Himmel ist. Oh, so geil. Das ist richtig schön, Leute. Ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen, aber gerade fühle ich mich, als wäre ich auf einer Droge. Ich bin so... ich habe richtig Bock. Ich habe Bock, heute nochmal eine Reuse zu bauen, mein letztes Glück zum Angeln zu probieren. Vielleicht so Minifische gleich zum Frühstück. Ey, safe, Anna. Ich hole uns Minifische. Voll geil. Nee, ich habe irgendwie... Also heute habe ich... Keine Ahnung. Heute ist meine Laune oben. So, meine Mission ist jetzt, dass ich hier 500.000 Löcher reinstecke, damit ich das so richtig geil durchs Wasser sliden lassen kann, nachdem ich Löcher drin habe. Weil ohne Löcher geht es so richtig langsam durchs Wasser. Und wenn ich jetzt viele Löcher drin habe, ist vielleicht der Plan, heute Fische zu essen. Ich habe so Bock auf Fische, so diese kleinen, die man einfach im Ganzen essen kann. Da werden wir jetzt eins ran machen und mal gucken, ob das hier ganz gut funktioniert, die Löcher reinzumachen. Oh. Ja, das funktioniert ja. Boah. So, meine Arbeit am frühen Morgen ist erledigt. Ich habe jetzt die Reuse gebaut. Ganz viele kleine Löcher mit dem Multitool. Oh, ich habe gerade Tinnitus. Aber richtig doll. Egal. Und die ist jetzt fertig. Sieht aus wie eine kleine Handtasche, oder? Lalala. Ist voll geil. Ja gut, ich werde damit jetzt noch zum Wasser laufen und Fische fangen. Oh. Pff, alle Fische weg. Ey, Fische, ich hab... Oh nein, die sind alle weg. Ich wollte voll sanft reinsteigen. Oh, hier ist keiner mehr. Ah, es ist dumm. Ah, es ist dumm gelaufen, Leute. Heute gibt es vielleicht doch keinen Fisch. Ich bleib mir hier so ein bisschen stehen. Die kommen schon wieder, die Fischis. Ah, da sind sie doch, meine lieben Freunde. Ah, komm hierher, bitte. Ja, kommt hierher. Put, put. Ah, die sind voll weit weg. So, Freunde, ich glaube, ich habe die Lösung meiner Probleme gefunden. Und zwar muss ich einmal kurz meinen Lauchkörper hier ins Wasser schwenken und abwarten. Darum bin ich besonders gut. Wenn es eine Stärke von mir gibt, dann ist es auf jeden Fall Geduld. Alles voll ätzend. Jetzt kommt leider die Flut so ein bisschen rein und das Wasser ist so am Reflektieren. Und ich denke die ganze Zeit, jo, da sind Fische, aber hier geht gar nichts ab mehr. Sind alle weg. Ich hätte direkt ins Wasser gehen sollen. Das wäre die Lösung meiner Probleme gewesen. Aber ist eigentlich auch egal, weil Schnecken haben bis jetzt auch funktioniert. Das heißt, es gibt heute einfach wieder Schnecken. Jo, Hanna wird sich freuen. Ich habe mir schon richtig vorgestellt, wie ich diese kleinen Fische fange und dann die auf unseren Speer raufspieße und dann so über dem Feuer drehe. Aber das lassen wir an der Stelle dann mal sein. Heute gibt's Schnecken. Hub, Hub, Hubschrauber, Einsatz, Hub, Hub. Wie sehen wir aus? Boah, morgen richtig wild aus. Es ist der vorletzte ganze Tag. Es ist der Donnerstag vor dem Samstag, an dem wir abgeholt werden, Samstagmorgen. Wir bleiben immer noch liegen, wir reden so viel, gell? Ja, aber bald heißt es aufstehen, Kaffee machen. Oh, heute ist Kaffeetag. Heute ist Kaffee! Kaffeetag! Und dann müssen wir raus, Fischcount holen, Angel rauswerfen, Gas geben. Und es scheint so, als würde die Sonne wieder rauskommen heute. Ey, so ein schöner Tag. Oh, wir haben so, ja, super Wetter. Holt uns nicht ab. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gerade eben gesagt. Komm, wir bleiben drin. Es ist wirklich nochmal Erholo. Ja, man hört's. Was geht dir durch den Kopf? Ein Tag morgen noch, das heißt der vorletzte Sonnenuntergang heute, jetzt scheint nochmal die Sonne. Das sind die Gedanken. Heute macht man es noch alles zum vorletzten Mal. Heute noch und morgen macht man alles zum letzten Mal. Das ist Gefühl so krass. Das letzte Mal hier Zähne putzen gehen, das letzte Mal hier Beeren sammeln, keschern, das ganze Drumherum, was dazugehört. Aber ja, jetzt heißt es noch so viel Proteine und Fische sammeln, wie es geht. Was für mich so schön war, ist, man hat so viel über das Leben nachgedacht.
auch übers Leben, wie es gerade so läuft. Und man kommt echt aus einer Hetzjagd in dieses komplett Bremsen. Bumm. So, und kann über alles mal nachdenken, was man eigentlich gerade so macht, was man dieses Jahr gemacht hat. Oft habe ich Situationen im Kopf, dass ich im Flugzeug sitze, so, aber ich weiß gar nicht mehr, wohin ich geflogen bin, wie Hotelzimmer ausgesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. So, dass alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, extrem viel war. Das ist mir in diesen zwei Wochen aufgefallen. Ja. Ja, guten Morgen, Alter. Es war die schlimmste Nacht aller Zeiten, also, aber es ist der beste Tag aller Zeiten. Ja, wow, keine einzige Wolke. Also es war wirklich, die Nacht war so unfassbar scheiße kalt. Ich glaube, das war auf jeden Fall die kälteste Nacht. Ich konnte aber trotzdem einigermaßen gut schlafen. Aber am Ende des Tages ist eh alles scheißegal, weil Wetter ist, wie gesagt, unfassbar geil. Und das hier ist der letzte Tag, Freunde, vor dem großen Umzug. Der große Umzug steht an, ja. Ja, Mann. Wir zählen jetzt nur noch die Minuten, die Stunden. Die Stunden, ja. Nur noch heute und dann morgen ziehen wir an den Strand. Also der Umzug ist so, für mich ist das so, ich freue mich mega, wenn wir das geschafft haben. Aber vor dem Umzug an sich, Alter, boah, gar keinen Bock. Wir müssen ja alles mitschleppen. Aber wir schaffen das irgendwie. Kevin sagt immer, wir schaffen das. Ne? Ja. Wir schaffen das. Oh, du bist richtig warm irgendwie, krass. Ey, no joke, mir war die Nacht so kalt, dass ich kurz überlegt habe, ob wir vielleicht kuscheln sollten. Wirklich? Also ich dachte so, was würden wir jetzt machen, wenn es am Strand morgen noch kälter ist, als es diese Nacht schon war? Ja. Dann dachte ich so, ja, müssen wir kuscheln. Aber dann machen wir es. Und dann habe ich überlegt, wer von uns ist der große Löffel, der kleine Löffel oder wie würden wir es machen? Ja, ich bin der große. Ist doch klar. Okay. So, also heute nach Tag 13 oder an Tag 13 hat man echt auch ein bisschen das Gefühl, dass auch die Natur uns jetzt irgendwie so hier akzeptiert hat. Das klingt vielleicht voll doof, aber heute in der Früh habe ich zum ersten Mal hier einen Specht klopfen gehört. Man hört andere Tiere, andere Vögel. Die Reiher sind gestern hier 3 Meter neben uns gelandet. Also irgendwie hat man jetzt langsam das Gefühl, dass auch dieser Ort hier sagt, okay, ihr könnt hier bleiben, wir akzeptieren dich hier. Das klingt natürlich total weird, aber irgendwie ist man so angekommen und dann muss man übermorgen schon wieder gehen. Alter, wenn man daran denkt, so dass die Zeit jetzt sich dem Ende neigt, wird man auch schon ein bisschen sentimental irgendwie. Also es kommen einem irgendwie ganz andere Gedanken in den Kopf. Ich denke mir die ganze Zeit, dass es immer noch ein Traum ist und ich morgen einfach aufwach und in meinem Bett lieg und das alles gar nicht passiert ist. Also ich bin einfach so, immer noch so unendlich dankbar, dass ich das erleben darf. Also ich meine, wir sind hier 2 Wochen in Kanada einfach zu zweit auf irgendeiner Insel ganz alleine. Wir müssen uns selbst um Wasser kümmern, wir müssen uns selbst um Essen kümmern. Das ist einfach so krass und ich bin so, 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 so dankbar, weil ich mir das schon seit Jahren so sehr wünsche, irgend so ein Abenteuer machen zu können, auch seit Seven vs. Wild gibt, da dabei sein zu dürfen. Aber mir fehlen da echt immer wieder die Worte. Das ist so ein krasses Gefühl, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich es immer noch nicht ganz glaub, es ist immer noch so surreal. Und ich glaube, wenn ich es dann auf YouTube sehe, dann denke ich mir, fuck, ich war da echt dabei. Ich war da echt dabei. Ich habe das echt erlebt. Ich bin so unendlich glücklich, dass Affe auf Bike meine Teampartnerin geworden ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das harmoniert. Das ist echt wie Arsch auf Eimer. So sagt man das, glaube ich, in Deutschland, oder? Und viele hatten ja am Anfang Angst, dass ich vielleicht mit Ann-Kathrins quirliger Art nicht zurechtkomme oder dass ich irgendwann genervt von ihr bin oder keine Ahnung. Aber das ist halt einfach gar nicht so, weil es ist so schön, wenn man irgendwie als erwachsener Mensch sich immer noch über diese kleinsten Kleinigkeiten freut. Es ist so schade, dass wir das als Erwachsene einfach verlieren. Weil als Kind ist es ja auch so, dass wir uns über jeden kleinsten Scheiß abfreuen. Und das hat halt auch Ann-Kathrin noch. Ich freue mich auch über kleine Dinge, aber halt nicht so, ich freue mich so nach innen. Und bei ihr ist es so schön zu sehen, wie sie das mit anderen teilt.
Und das ist so ansteckend und dann ist man auch sofort glücklich. Und das, also wir hatten nie Momente, wo wir richtig schlechte Laune hatten, weil dann irgendeine Kleinigkeit kam und dann ist Ann-Kathrin einfach so happy ausgeflippt und es ist einfach so ansteckend und so schön und gar nichts Negatives. Und es ist so schade, dass diese Art viele Menschen verloren haben. Also ich kann euch nur sagen, es ist überhaupt nicht nervig, sondern wirklich ein Geschenk, wenn man das so behalten kann. Und wenn man andere damit dieser Freude anstecken kann. Also ich glaube, das war echt Schicksal, dass wir zwei uns da irgendwie getroffen haben und so ein Match sind, weil das halt einfach perfekt passt. Und ja, das wird uns, also diese Zeit wird uns einfach ein Leben lang miteinander verbinden. Und egal, was kommen mag, sowas erlebt man halt nicht einfach so mit jemand anderen oder kann das wiederholen oder ja, was weiß ich. Das ist halt eine Chance, die hast du wahrscheinlich einmal im Leben, ziemlich sicher sogar. Und die hast du mit jemandem teilen können und das verbindet dich so unendlich. Und es ist so schön, wenn man weiß, dass man ab jetzt für immer so eine Freundin hat, mit der man sowas erlebt hat. Also es ist krass. Ann-Kathrin, ich hab dich echt lieb und bin so froh, dass wir das gemeinsam hier gemacht haben. Danke, danke, danke. Guck mal hier, wir machen es uns wieder gemütlich. Sascha, wink mal. Wink mal für die Mama. Hallo. Wink mal für die Mama. Ich will klein gehen, gell? Ich gehe hier vor. Ich denk mir, krass. Das ist... Das Rudel war hier. Das Wolfsrudel. Gott verdammt, wie viele Spuren sind das überall verteilt. Guckt euch diese Wolfsspur an. Diese Krallen. Aber ich glaube wirklich, Sascha, meine Theorie ist wirklich, wir haben unser Revier markiert, er hat drüber markiert. Die Wölfe haben hier gejault, gemacht, getan, aber sie haben es akzeptiert. Sie haben uns als den Rangoberen akzeptiert. Ja, glaube ja. Und sind dann weggeblieben. Sind einfach weggeblieben. Weil die gemerkt haben, den beiden ist alles scheißegal. Die bleiben da. Da ist nichts zu machen. Wir ziehen Schwanz ein, wir gehen. Und wahrscheinlich sind sie jetzt drüben bei Romatra. Und probieren da ihr Glück. Jetzt hier präsentiert von dem Allerechten. Zwei Wochen Konstruktionsarbeit in meinem Kopf. Die Lage analysieren. Was kann man hier machen und was nicht. Das hier ist echtes Survival. Ist echtes Survival und ist der Wunschgedanke gewesen, das hier zu bauen. Eine Angel. Eine Angel. Ich nenne sie die Instant Fisherman 2.0. Und ich erkläre sie euch jetzt im Detail. Wir starten hier. Von der Nylonschnur geht's rein in einen Wirbel, der das große Gewicht hält. Das große Gewicht. Kann ich nicht sagen, wie viel das sind. Ich würde schätzen 30 Gramm. Ein 30 Gramm Blei, das wir von unseren Angelnetzen haben. Geht weiter zu einem Stahlvorfach. Wir angeln im verdammten offenen Ozean, wo verdammte Orcas schwimmen, wo verdammte Barracudas sind. Und wenn wir einen fangen, dann ist die Instant Fisherman 2.0 das Gerät des Jahrtausends. Achtung, weiter geht's. Und warum das schwere Blei? Damit wir weit rauskommen. Wir müssen weit raus. Bei uns sind keine Fische. Wir müssen so weit raus. Wir haben den Ozean beobachtet, analysiert. Es ist kein einziger Fisch, großer Fisch, nah ans Ufer gekommen. Es gibt neue Lösungen. Wir müssen weit raus. Deswegen hier das genommen von unseren Angelnetzen, extra abgeschnitten, um die Hoffnung hier nochmal auferleben zu lassen, dass wir da weit rauskommen. Wir haben hier einen Drillinghaken. Vielleicht kann man es, ihr seht hier, drei Haken. Es ist ein sogenannter Drilling. Und ich habe hier noch einen ganz speziellen Köder. Und zwar der, der noch einen Nussduft abgibt. Das heißt, ist der eine oder andere Gourmetfisch unterwegs und sagt, Knoblauch nicht, aber das Nussige, dann lutsche ich den mal ab. Hängt der am Drilling. Ja. Ich finde, dieses Nest sieht wirklich so aus, wie wenn kleine Fische sich gerade am Grunde und durch die starke Strömung im Pazifik sieht das aus, wie wenn die gerade am Grunde sind. Und ich glaube, das ist der absolute Leckerbissen. Ich glaube, diese Angel, dieser Köder kann fangen. Und zwar nicht nur kleine Fische. Es ist der letzte Versuch. Der Traum ist, heute ist Donnerstag, Samstag reisen wir ab, dass wir morgen Abend uns satt fressen und hier satt rausgehen. Die Instant Fisherman 2.0. Bitte lass noch einmal was drin sein. Boah, wie gestern, ganz leicht. Ganz leicht.
Wir haben das Ding leer gefischt. Ich sag's dir wirklich, hier ist nichts mehr los in dem Gewässer. Man sieht es schon. Sascha, nichts glänzt. Muss dir enttäuschen, wir müssen keschern gehen. Das ist nichts drin. Muss dir enttäuschen. Sonst hat man es immer. Oh! Oh, 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 oh. Ja! Ja! Noch ein kleiner. Fisch, 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 40 Fische, 40 Fische, 40 Fische, Fisch aus Fritze, Fische, frische Fische, 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 Fisch, frisch aus Fritze. Wir haben wieder einen. Jetzt ist die Flut kurz vor Sonnenuntergang da. Jetzt blickt kein Schwein mehr durch. Jetzt klettern wir wirklich noch Tag 13 die Felsen hoch und klettern über die Berge. Wirklich über die Berge drüber und versuchen so rüber zu kommen. Leider hat uns die Flut heute mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was das Cachen betrifft, das heißt keine Fische, kein Essen. Der kommt jetzt. Bitte, lass das Ding weit rausfliegen. Bitte, wenn meine Kalkulationen richtig sind. Wir gehen zum großen Stein. Da wird es stattfinden. Oh, ich bin so nervös. 2 Wochen lang darauf hingearbeitet. Auf this moment. Endlich da weit rauszukommen. Und das bei diesem Sonnenuntergang. Wahnsinn. Cutter, spielt spannende Musik ein jetzt. Drei, zwei, eins, Feuer frei! Ja, Sascha, Mensch. Ich hab mir so gewünscht, ehrlich. Ja. Ich dachte, weißt du, es funktioniert, dann rollt es so schön. Ich gehe so mit und alles rollt so sauber ab. Ja. Schade. Vielleicht eher so, weißt du, und so abrollen. Das ist mit der Hand. Ja, da kommst du halt nicht so weit. Ja! 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 Ja, Mann! Es hat geklappt! Ja! Es hat geklappt! Gut. Ja! Weißt du, wie ich jetzt erleichtert bin, dass sowas geklappt hat? Ja. Okay, und morgen? Vielleicht der Barracuda oder der Dings. Bermuda. Wir werden sehen. Jetzt noch festmachen. Dann Abfahrt, jetzt wird schon langsam finster, dann heißt es Camp vorbereiten und den vorletzten Abend genießen. Ich habe jetzt gerade hier einen Ast abgesäbelt und säge jetzt hier noch ein bisschen weiter und das ist eine Katastrophe, ey. Scheiße, dauert so lange. Und dann mache ich mich daran, meinen Pfeil zu basteln. Ich weiß selber noch nicht genau, wie ich mir das vorstelle. So mega gerade ist der Salat hier auch nicht. Aber ich will einmal jetzt diesen Bogen fertig bauen, weil ich habe mir das so in den Kopf gesetzt. An Tag 2 habe ich angefangen. Und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann muss ich das Ding auch bis zum Ende durchziehen. Das heißt, Tag 13, Bogen bauen. So, ganz stolz habe ich hier jetzt. Junge, das ist eine Waffe hier. Dong, dong, da kann mir keiner mehr was. Na, wobei, wahrscheinlich brauche ich die einfach direkt durch. Eigentlich war mein Plan ja hier ein Speer zu basteln, um die Lachse in den Flüssen zu erlegen. Aber das Ganze hat sich jetzt auch getan, seitdem hier kein Fluss ist. Hey, Brudi. Hallo. Und mein Plan ist dementsprechend jetzt einfach diese Spitze dafür zu nutzen, die hier vorne irgendwie so reinzuballern und dann mache ich die da irgendwie fest. Also, wir haben uns jetzt dafür entschieden, einmal eben mit dem Multitool da ein Loch reinzusäbeln. Und jetzt bin ich ganz fleißig dabei, hier nach und nach den Faden rumzuwickeln, denn irgendwo für muss die Angelschnur ja gut sein. Ja, geil. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das eine 10 von 10 wird. Und was sagst du, wie weit der fliegt? Ich gebe dem Ganzen einen halben Meter. Nee, schon mehr. Ja? Boah, süß. Hanna glaubt an mich. Ja. So, Leute, der Bogen ist fertig. Der Bogen. Jetzt wird hier getestet. Ist fertig, warte. Guckt den euch nochmal von nah an. Ey, ich war selten so stolz auf was. Sieht das geil aus? Hier oder die Einkerbe, zeig mal. Ja. Genau. Und hier hinten habe ich auch noch
Ja, eine gebastelt. Da hat sie und Nano eine gebastelt, mir ein bisschen geholfen. Und jetzt ist das ganze Projekt hier. Ich sag... Magst du nicht da lang schießen? Ach so, ich dachte in den Baum rein. Ach so, ja, dann schieß also, in den Baum. Also ich sag ehrlich, der wird niemals in den Baum reinfliegen, weil das so ein Scheiß ist. Ja, ich glaube aber mit dem Nehmer, das ich ist glaub, halt der auch... Fällt, ich glaube, der fällt... Weißt du, was ich sag? Der fällt einfach gerade runter. Kann sein. Den Nehmer ist aber den Nehmer ist ja halt blöd für Bogendings. Okay, er fliegt gar nicht. Er fliegt gar nicht. Er will ja, weil du keine Spannung zusammen. Das ist ein Deko-Ding doch. Hä? Junge, das war ein Meter. Warte, wir machen sehr das gut. Ganze nochmal. Wir brauchen ein anderes Band. Hä, ich fühle den komplett. Okay, warte nochmal. Du musst halt richtig ziehen. Ja, ja, es ist auch das Holz. Das gibt so halt Tag 13, das ist meine Muskeln angekommen. Das Holz gibt halt auch leider gar nicht nach, das sodass man halt null Spannung bekommt. Ich will auch probieren. Okay. Okay, zieh durch, Hanna. Zieh durch. Nicht in die andere Richtung. Ja, was machst du denn? Halt erstens ist es zu locker und zweitens null Spannung. Ja, wir brauchen aber ein anderes ja, Band und einen anderen Bogen, aber egal. Kannst du zu Hause dann. Ja. Ich glaube, und hier fliegt er nach hinten. Naja. Also, probieren wir mal was anderes. Oh, er stecht ihn nicht selber, Junge. Gefährlich. Okay, das ist richtig gefährlich. Oh mein Gott, mach es doch nicht nochmal. Hilfe. Okay, zieh durch. Ha. Moin. So, also jetzt wieder Schlafensgezeit. Heute, ich glaube so spät, gehen wir nicht oft pennen. Nee, der Tag ging ja so fix rum. Genau. Und soll ich euch was sagen? Heute schlafen wir ein, dann wachen wir morgen auf und dann ist einfach nur mehr morgen. Und dann schlafen wir nochmal ein und dann machen wir auf und dann ist die Abholung. Alter, das ist so crazy. Ich kann's nicht glauben. Morgen, Tag 14. Krank. Einfach nur krank. Ja, wir sagen jetzt gute Nacht. Wir schauen, dass wir ganz, ganz lang morgen im Bett bleiben, damit dann die Zeit ganz schnell vergeht. Und ja, schlaft gut. Schlaft schön. Schlaft gut. Tschüss. Gute Nacht. Thema Masturbation, Freunde. Habt ihr euch vielleicht schon mal Gedanken gemacht? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber? So allgemein ja, tatsächlich. Wir nämlich auch, Freunde. Nee, Spaß beiseite. Wir haben uns die letzten Staffeln irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben es auch schon die anderen Teilnehmer dieses Jahr irgendwie angesprochen, wissen wir nicht. Aber ich persönlich habe mir die letzten Staffeln immer irgendwie Gedanken darüber gemacht. Wenn man jetzt hier ist, ja, egal ob jetzt 7 Tage oder 14 Tage, hat man dann Bock, sich den auf gut Deutsch den Schatz abzumelken. Scheiße, Bruder. Ja, das aber also ist eine wichtige Frage. Genau. Das stimmt. Und jetzt kommen die zwei Mythbuster, Dominik und Kevin, hä? Kommen da jetzt um die Ecke, Freunde. Und wir werden es für die Wissenschaft, werden wir es jetzt rausfinden. Am 13. Tag kratzen wir nämlich nochmal jede Energie, die wir haben, zusammen und werden es versuchen, Freunde. Wir werden es versuchen, für euch. Wir machen es nicht für uns, wir machen es für euch. Bis fühlst du dich bereit dafür, ich, oder? Ja, ich möchte aber noch eine Frage dir stellen. Mhm. Weil, wie ich dich kenne, habe ich das Gefühl, dass das nicht jetzt das erste Mal sein wird, dass du hier einen dir abwächst. Ist es schon mal geschehen? Das möchte ich noch nicht sagen. Das sage ich dir danach. Wahnsinn, Wahnsinn. So. Wir geben uns erstmal die Hand. Auf eine gute Wichsung. Zu erlanden. Wir treffen uns an dieser Stelle. T-10. Zu Sonnenuntergang. Oder so. 10 Minuten nur? Wir schauen mal. Okay, machen wir das so, wenn man fertig ist, dass man kurz einmal ruft oder so? Nee, ich gehe einfach Base und dann Ruhe. Okay, dann kurz auch jeder für sich. Ja, ja. Okay. Okay, Rücken an Rücken. Jawohl. Und jetzt jeder so 100 Schritte oder so. Es geht los. Okay. Okay, dann machen wir es mal. Für die Wissenschaft! Für Sam vs. Wild! Oh, Freunde, das ist wirklich... das Erbärmlichste und Ehrenloseste nach meiner komischen Ganzkörperwaschung, was ich jemals gemacht habe. Aber wir machen es jetzt. Ey, wenn hier jetzt irgendwo ein Bär ist, dann kracht es wirklich komplett, Leute. Ich glaube, hier vorne könnte sein. Ja, ich glaube hier. Hey Bär! Ich glaube, hier ist ganz gut. Digga, wenn wir jetzt einen Bären treffen, Alter, dann habe ich ja alles gesehen.
Oh Mann, ey. Oh, Freunde, das klingt vielleicht wie ein Joke, aber wir machen das hier wirklich für die Wissenschaft. Unsere Energie ist richtig low. Mein Körper fühlt sich richtig schlapp. Heute ist wirklich... Boah, ich bin auch komplett außer Atem gerade. Heute ist wirklich komplett Krise. Okay. Das hier ist der Spot. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Bis gleich. Und? Also ich muss sagen, es war körperlich ein halber Waldmarsch für mich. Der ganze Körper war am Arsch. Und ich glaube, ich hätte ein mittelgroßes Familienhaus löschen können. Das ist so scheiße alles. Ich hoffe einfach, dass keiner diese Folge guckt. Mein Junge, das sieht einfach deine Family und meine auch. Ja, erzähl du, wie war's mit dir? Ich bin noch ein Stück weiter gegangen dadurch. Und da habe ich dann so ein Ding gefunden, da war so Moos so ein bisschen so höher. Da habe ich mich richtig schön hingelegt einfach. Hast du hingelegt? Ich habe mich richtig schön hingelegt. Boah. Ich habe richtig gelebt da drüben wie ein König. Krass, ne? Ich habe alles, was ich hier sage, ist ein Scherz auch, by the way. Wie? Das ist nie in echt passiert. Ich habe das nie gemacht. Ach so, es ist Satire. Satire, ja, ja, natürlich. Nee, ich muss sagen, bei mir kam jetzt nicht so viel raus. Liegt aber auch daran. Da jetzt kann ich ja das Geheimnis lüften. Lüfte das mal. Es ist tatsächlich schon vor dieser Aufnahme schon irgendwie so 3 oder 4 Mal passiert. Oh, gar so oft. Ja, normal. Aber wann? Das frage ich mich, weil eigentlich chillen wir immer zusammen. Nee, wenn du gepennt hast einfach. Du hast voll oft gepennt, Bro. Und dann liegst du neben mir und wickst. Nein, ich bin aufgestanden. So wie jetzt einfach. Ach, crazy. Da habe ich so krass gepennt, oder wie? Ja, immer. Du hast übel lange gepennt. Bin ich schon aufgestanden, hast mir gemütlich gemacht und dann ging es ab. Ja, Freunde, also das Rohr ist noch in Funktion. Was haben wir hier versucht zu beweisen? Da du es ja schon 4 Mal gemacht hast, hä? Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber uns ist für Tag 13 wirklich gar nichts anderes eingefallen, was wir aufnehmen können. Also Fakt ist, man kann in der Wildnis nach 14 Tagen nichts essen, kann man noch im Notfall mixen, wenn es sein muss. So, in dem Sinne, da möchte ich mich an der Stelle nochmal bei allen, grundsätzlich bei allen Leuten entschuldigen, aber vor allen Wissenschaftlern. Vor allen Dingen natürlich auch bei der weiblichen Community und bei meiner Familie. Aber es geht noch. Gut. Ich meine, Leute, das ist eine natürliche Sache, oder? Ja. Müssen wir uns nicht schämen. Der Trieb, wir sind Menschen. Und ich würde auch fast sagen, ich bin viel entspannter jetzt. Ja, ich bin lockerer jetzt. Bruder, du hast schon 4 Mal. Jetzt können wir schön den Abend ausklingen lassen. So machen wir das. Machst du den Wein auf? Ich mach den Wein auf jetzt. Ich hole die Käseplatte. Supi. Oh, supi. Toll. Okay, gut. Dann sehen wir uns zum Gute-Nacht-Gruß. Ciao. Oh. Ja, Freunde. Ihr seht's doch schon, wie es ist. Es ist dunkel. Ja, wir gehen jetzt pennen. Ich kann's nicht fassen. Es ist das letzte Mal in diesem gottlosen Shelter. Morgen ist der große fucking Umzug. Oh mein Gott. Alter, da Digga. Wird noch eine Nacht am Meer gepennt. Junge. Wobei man sagen muss, das Shelter hat uns gute Dienste geleistet. Ja, ne? Ja, muss man echt sagen. Also, es hat zwar jetzt nicht krass geregnet zum Glück, aber so diesen kleinen Regen und den Tau früh immer krass abgehalten. Also wirklich, Gott bless diese Shelter. Ja. Freunde, es knallt und kracht hier komplett gerade. Wir haben gerade wirklich ungelogen 2 Stunden nur über Essen geredet. Dominik hat irgendwie erwähnt, dass er irgendeinen Krautsalat möchte. Ich habe so einen Nudelsalat, den ich essen möchte. Digga, einen Kartoffelbrei. Wir haben beide so Hunger. Junge, es ist so scheiße. Wir haben so Hunger einfach nur. Es ist so scheiße. Aber nicht mehr lange. Ja, nicht mehr lange. In guten 36 Stunden sind wir hier raus aus der Scheiße, sitzen im Boot und fahren los. Digga, Gott bless. Gott bless, wir haben es fast geschafft. Ich kann es nicht fassen. Es fühlt sich surreal an. Ich hau mich hin. Wir gehen schlafen, Freunde. In dem Sinne. Gute Nacht. Bis morgen zum großen Umzug. Seven vs. Wild Team.